So, und ich sage herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute schauen wir uns mal ein Produkt an, was viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Es gibt eine sehr große Fangemeinde davon und ich habe es echt vernachlässigt hier in den letzten auch Jahren. Und es ist eigentlich eins der besten Produkte, die es so gibt hier auf dem Markt, denn es ist hier das Fussercoat F7. Und es hat nicht umsonst so viele Fans, weil es hat eine sehr schöne Standzeit. Das geht so Richtung Polymer Net Shield. Das soll hier eine Standzeit bis zu 7 Monate liefern. Es ist auch genug Produkt hier in dieser kleinen Flasche drin. 300 ml, kostet so um die 18 Euro im Schnitt. Hier sind 2 Auftrageschwämme dabei und es hat eine super Standzeit, eine super Widerstandskraft und auch ein extrem starkes Abhörverhalten, so wie wir das auch von Soft 99 Produkten eigentlich kennen. Und deswegen musste ich jetzt hier nochmal ein aktuelles Video dazu machen, weil das ist mit eins der ersten Videos, was auf den Kanal gekommen ist und es braucht auf jeden Fall nochmal hier ein 2020 Update. Und deswegen nehmen wir heute mal hier das Fussercoat F7 in der dunklen Variante hinten auf dem Fahrzeug in den Langzeittest und schauen uns mal an, ob uns das jetzt immer noch überzeugen kann. Und ich gehe fest davon aus, es wird uns alle immer noch überzeugen, genauso wie es auch schon vor vielen Jahren war. Viel Spaß. So, und ihr habt ja mal die kleine Flasche vom Fussercoat F7. 300 ml sind hier drin. Ja, ist ein bisschen schwierig mit den ganzen japanischen Schriftzeichen, aber hier sehen wir schon mal eine 7 und das heißt bis zu 7 Monate Standzeit. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Witterungsverhältnisse an. Ich denke mal jetzt in den echt harten Wintermonaten mit viel Salz und Dreck werden wir hier nicht auf 7 Monate kommen, ganz klar. Aber ich will es einfach gemeinsam mit euch ausprobieren und es ist halt ein ultra beliebtes Produkt und es war einfach viel zu wenig hier auch in aller Munde. Das muss mal wieder ein bisschen hier sein Revival feiern und das wird es auch, davon gehe ich aus, weil das war auch früher mein absoluter Favorit. Und deswegen hier in der dunklen Version für den dunklen Lack. Es gibt noch eine Version für helle Metallic-Lacke und es gibt auch noch eine Version für weißen Fahrzeuglack. Fragt mich nicht, ich habe schon für mich mehrmals ausprobiert, ich konnte keinen Unterschied sehen. Ich hatte das schon auf weißen Lack, ich hatte das auf Silber Metallic, es war überhaupt kein Unterschied zu sehen. Es ist ähnlich wie beim Fussercoat Wachs für dunkle und helle Lacke. Deswegen nutzen wir jetzt die passende Variante. Jens auf der anderen Seite zeigt euch jetzt mal den Kontrahenten und der ist auch von Soft 99, das ist hier das Fukupika. Das ist hier der Detailer, / Sprühversiegelung und den wird er jetzt mal hier drüben auftragen. Der auch ganz einfach in der Anwendung einsprühen, hier ein bisschen 2, 3 Sprüher, dann mit dem Tuch verteilen, 10 Sekunden warten und auspolieren. Und in der Zeit mache ich das jetzt hier beim F7 auf der anderen Seite genauso. Das heißt, hier kräftig durchschütteln. Jens kann hier drüben schon loslegen. Und da haben wir einfach nochmal so ein schönes, sagen wir mal, Familienduell. Ihr seht auch hier, das ist ein Detailer, so sagt es auch Soft 99. Und wir machen auch hier oben den Kunststoff mit. Können wir auch nochmal mit testen. Hier auf meiner Seite beim F7, der Schwamm ist ja mit dabei, ich glaube sogar 2 Stück. Machen wir oben die kleine Flasche auf und dann geben wir uns hier ein bisschen was auf den Schwamm drauf. Und laut Soft 99 soll das so für 3 bis 4 Fahrzeuge ausreichen. So, dann verteilen wir das kurz, den Schwamm richtig schön benetzen und dann seht ihr auch hier schönen gleichmäßigen Film ausbilden und es funktioniert sehr, sehr gut. Ihr müsst nicht unbedingt diesen Schwamm hier nutzen, aber es ist halt von Vorteil, weil der ist direkt mit dabei. Und der funktioniert auch sehr, sehr gut. Wenn ihr merkt, okay, der Schwamm ist noch sehr, sehr trocken, dann legt einfach noch mal ein bisschen Produkt nach. Und jetzt funktioniert das auch, ja. Genau, also er muss sich am Anfang ein bisschen sättigen und dann könnt ihr das schön hier gleichmäßig verteilen. Ist im Prinzip wie Wachs auftragen, nur halt komplett in flüssig. Es ist im Prinzip ähnlich wie das Polymer Net Shield von der Anwendung her. So, und jetzt alles schön im Kreuzstrich. Jens auf der anderen Seite hat das Fukupika schon ganz easy einfach verarbeitet. So, und jetzt gehe ich hier oben auf den Kunststoff lang und da seht ihr auch, wie viel Produkt hier drin ist. Das muss dann hier ein paar Minuten ablüften. Ich glaube so mindestens 10, die 10 bis 15 Minuten. Ich gehe nochmal hier eine Kreuzbahn. So, und dann finaler Durchgang in Fahrtrichtung. So, das lassen wir jetzt 10 bis 15 Minuten ablüften und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und Jens macht nochmal hier den finalen Wisch sozusagen. Man sieht schön, also ein sehr schön klares Bild. Hier auf meiner Seite muss ich natürlich dann noch auspolieren. Es sind ungefähr vielleicht jetzt 15 Sekunden erst vergangen, 20 Sekunden. Und da habt ihr das Bild noch ein bisschen zentraler. Und ihr seht schön klar, ich werde mal die Kamera direkt hier hin und her bewegen, weil das ist ja ein Detailer und ihr seht sehr schön klares Bild. Also lässt sich super verarbeiten. Und viele denken immer, dass das Fukupika eine Sprühversiegelung ist, aber laut Soft 99 ist es eigentlich so ein Detailer für die entsprechenden Wachse und so weiter. Und deswegen muss man ganz klar sagen, von der Anwendung her aufsprühen, verteilen, kurz warten, auspolieren, fertig. Hier ist natürlich eine andere Anwendungsart. Deswegen ungefähr jetzt noch
ja, 14 Minuten in die Richtung. Bis gleich. So, jetzt sind ungefähr 5 Minuten vorbei und wir sehen ganz deutlich, das ist ein typisches Fuzzercode F7-Bild. Das kreidet so ein bisschen aus. Das ist bei schwarzem Lack natürlich super zu sehen. Bei weiß sieht man es fast gar nicht und bei Silber. Aber hier bei dem Schwarz sieht man das schön. Das wie so eine Kreideschicht, die sich ausbildet, weil die Lösemittel abdampfen. Man sieht das auch hier schön da, wo die dunklen Flecken noch sind. Da ist noch relativ nass, aber ansonsten wird das dann wie staubtrocken. Das ist richtig krass. Also, es ist. Beim Polymer Net Shield zum Beispiel nicht. Aber es ist nichts Schlimmes. Aber man sieht schön auf dem schwarzen Lack, wo ist noch Produkt drauf und wo muss man vielleicht nochmal nachgehen und wo ist es fertig. Und jetzt nach 5 Minuten hat das schon schön abgelüftet. Aber wir warten auf jeden Fall noch die 10 bis 15 Minuten insgesamt ab. Also weiter geht's. So, jetzt sind 10 Minuten vorbei und jetzt seht ihr genau das, was wir euch schon jetzt gerade erklärt hatten. Hier haben wir jetzt schön diesen kreidemilchigen Effekt und das ist einfach, das sieht eigentlich mal komisch aus, ne? Sieht aus wie total zerstört. Aber das Krasse ist, wir machen jetzt mal einen Test. Ich gehe jetzt mal nur mit dem Tuch hier drüber. Und es lässt sich wie Kreide wegwischen. Das ist ganz krass. Und deswegen, Jens kann jetzt hier einfach mal loslegen. Und wenn ihr merkt, okay, das schmiert doch noch ein bisschen, ihr seht es jetzt hier auch bei Jens, das ist wie, als würdet ihr von einer Tafel staubtrockene Kreide abwischen. Ich mache das hier auf der Seite einfach mal hier runter. Also es ist echt. Immer wieder ein toller Effekt. Man merkt auch, wenn man die erste Schicht runternimmt, dass das hier so ein bisschen staubig ist im Tuch. Vielleicht kann man das sogar wieder auf den Lack zurückbringen. Ja, so ein ganz leichter Staubfilm. Hier, bei Jens, sieht man schön. Aber es lüftet komplett klar ab. Und jetzt nehmt ihr sozusagen erstmal mit einer flachen Seite den ganzen Staub runter. Und schaut mal, wie einfach das geht. Super, super easy. Wenn das manchmal ein bisschen so einen kleinen Widerstand bringt, überhaupt kein Problem. Einfach nochmal kurz drüber wischen und dann gleichmäßig auspolieren. Und dasselbe ist auch oben auf dem Kunststoff dann gut zu sehen. Das ist wie Staub, den man runternimmt. Problem ist nur bei dem Kunststoff hier oben, der ist von links nach rechts komplett mit Schlieren behaftet schon. Also auch auf der Seite hier oben haben wir so ganz leichten Schlierenfilm und das ist original. Also das macht jetzt nicht das F7, sondern das haben wir von rechts nach links. Aber wir werden das schon schön sehen, wenn wir hier das Klebeband abziehen, ob wir hier einen 50-50-Effekt sehen. So, und schwupps, da sind wir schon an der SB-Box. So schnell geht das. Hier die beiden haben ein wunderschönes Video für uns aufgenommen. Ich schaue das jetzt gemeinsam auch mit euch das erste Mal. Bin jetzt auch gespannt, wie es aussieht. Linke Seite Focopeeker. Quatsch, linke Seite F7. Sorry. Und rechte Seite, eieiei, rechte Seite Focopeeker. F7 hier auf der Seite. Wow. Okay. Also das sieht wahnsinnig stark aus hier auf der linken Seite. Ablaufbahnen sehen auch sehr, sehr schön aus, sehr schön frei, extrem hydrophob. Focopeeker sieht eigentlich auch gut aus, ist wie gesagt nur ein Detailer. Also Leute, es ist keine vollwertige Sprühversiegelung, obwohl es natürlich auch perlt, typisch Soft 99 eben, so wie wir es kennen. Ja, sieht man, jetzt sieht man, doch, ja, jetzt sieht man Unterschied. Aber das heißt nicht, dass das Focopeeker jetzt irgendwie wesentlich schlechter ist oder so. Für so eine schnelle, kleine Detail-Aktion mit ein bisschen Versiegelung geht das eigentlich voll in Ordnung. Und auch hier, ja, die großen Wasserfelder ziehen sich aber sehr schön gleichmäßig zurück. Und auf der linken Seite, oh, boah, Wahnsinn. Also das kann er hier locker mit den aktuellen Favoriten mithalten. Boom. Zack. Also ich will jetzt nicht sagen, Synthetic Sprayback kann da nicht mithalten, aber also das muss ich ganz warm anziehen hier. Deswegen ist auch die Fangemeinde vom F7 extrem groß. Aber die hält sich so ein bisschen zurück, oder? Traut euch mehr. Sagt, was euch gefällt. Aber ich muss sagen, hier. Fuzzercode F7, so habe ich es in Erinnerung, aber lange nicht mehr so auf meinem Schirm auch, hatte ich komplett irgendwie auch verdrängt. Aber es ist immer noch ein sehr, sehr starkes Produkt, also definitiv mal anschauen. Und wenn wir uns das hier so ansehen, das haut rein. Und es ist halt auch super einfach im Auftrag und das ist halt so ein ganz wichtiger Punkt, ne? Ihr habt dann diese kleine helle Schicht, die tragt ihr ganz easy ab mit dem Mikrofasertuch und dann funktioniert das ohne Ende. Und das jetzt hier am nächsten Tag sozusagen ist ein herausragendes Ergebnis, muss man ganz klar so sagen. Da rauschen die Perlen runter. Also sehr, sehr stark. Sehr, sehr schönes Ergebnis. Also kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und auch oben auf dem Kunststoff, schaut mal, da ist überhaupt kein Wasserfilm. Es perlt sofort ab. Also auch auf Kunststoff da schön zu sehen. Sehr, sehr, sehr schön. Detailer leicht dahinter, ganz klar. Wirklich sehr, sehr stark. Also Top-Produkt.
Ja, und damit danke ich euch fürs Zuschauen, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir werden das weiterhin beobachten, wie die beiden sich schlagen. Ich bin sehr, sehr beeindruckt vom F7 und Fukubika gefällt mir eigentlich auch sehr, sehr gut. Schauen wir einfach mal, wie es sich entwickelt. Aber bis hier erstmal Daumen nach oben und ich würde mal sagen, eine der empfehlenswertesten Winterversiegelungen jetzt für die nächsten Wochen und Monate. Bis zum nächsten Mal, euer Sebastian, haut rein und vielen Dank nochmal an Jens und seinen Sohn Julius hier für die Unterstützung, für die tollen, tollen Videos, die sie hier mit einbinden und deswegen haut rein, Leute. Danke schön an alle. Ciao.